Oh nein, einige Schafe sind entwischt. Ich muss sie zurückbringen in die Scheune, bevor sie die Blumen fressen. Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Irgendwo hier sind Schafe ausgebüxt. Da muss ich sie reinbringen, ja? Nehmen wir erstmal einen Pilz mit. Apropos Blumen, wir müssen ja noch eine Blume finden, ne? Da war ich doch gerade. Wieso hab ich die nicht gesehen? Hallo? Schaf? Der pennt hier einfach nur. Wie soll ich ihn jetzt zurückbringen? Wie soll ich ihn jetzt zurückbringen? Wenn der pennt. Was für ein seltsamer Auftrag ist das denn bitte? Okay, wir gehen jetzt kurz ins Bett. Daraufhin müsste es Tag werden und ich kann das Schaf zurückbringen. Es geht sogar, ich kann schlafen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, jetzt sagt er sowas von wegen, ich kann das Schaf hier draußen nicht rumlaufen lassen. Oh, ich hatte so einen Schluck auf. So, Schafi. Achso, der läuft mir hinterher. Hallo? Bleib bloß weg von meinen Blumen. Wie bekomme ich jetzt so eine Sonnenblumending ins Kirchenzinn oder so eine Chlorantine? War das eine Chlorantine? Ich habe es geschafft, alle Schafe zusammenzutreiben. Okay. Ich muss die Aubergine reinpflanzen, ne? Komm, machen wir es jetzt schnell. So, Aubergine, so. Jetzt gehen wir nämlich hier hin, produzieren nochmal Silber. Oh, ich kann noch eins. Nice. So, dann verbessern wir unsere Hacke. Was für eine leichte Hacke. Damit kann ich meine Felder schneller bestellen. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Super. Timing. Jetzt laufe ich hier. Lass mich hier in Ruhe, Busch. Ja, großer. Da kriegst du aber schnell aufs Maul. Gibst du mir vielleicht diese Chlorantine? Wäre das möglich? Ich weiß nicht, wo ich die herbekommen soll. Hole 4 gelbe Blumen für den Typen. Ich meine, Sonnenblumen sind auch gelb. Ich habe hier überall Hühnchen, ja, aber keine Blümchen. Das Einzige, was dem nahe kommt, jetzt muss ich hier noch ein Feuer machen, ja, es sind Pilze, ne? Ich meine, hier wachsen Blumen, wo komme ich nicht ran? Was mir der Kristall bringt, weiß ich auch nicht. Ja. Geil. Ja, dem kann ich jetzt wenigstens eine Pizza geben. Vielleicht hat er, vielleicht verkauft der Magier ja das Zeug. Hallo Besucher? Oh nein. Wo kommt der raus?
Kleines freches Ding. Boom, wo bringst du mein Essen hin? Arko. Arko. Warum starrst du so auf meinen Kristallanhänger? Er ist so hübsch. Ich liebe funkelnde Kristalle. Ich mag sie wirklich sehr. Dieser Anhänger gehört mir. Du kannst ihn nicht haben. Oh, wie traurig. Denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Boom würde das nie tun. Also gut, dann mache ich einen Anhänger aus Silber und Kristall für dich. Ja, danke, Arko. Okay, Werkstatt? Scheiße. Komm schon, 3 Silber. Schnell! Geben wir die Pizza weg. Das hat keinen Sinn. Ich schaffe die 3 Silber nicht. Wie? Was? Wieso kommen sie jetzt alle auf einmal? Eine Pizza, brrr, Menschen. Lecker. Das schmeckt super. Das ist ein Gericht, das auf meiner Speisekarte stehen könnte. Arko, ich werde dich für jede Pizza, die du mir lieferst, gut bezahlen. Großartig. Okay. Hä? Was ist jetzt mit dem Magier? Hat der Magier schon wieder abgehauen, ne? Ist das ätzend. Was für ein Mist. Oh, ich habe den Timer nicht gestartet. Geilo. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Blumen herbekomme. Ich werde jetzt hier meine Ausdauer verbrauchen. Dann gehen wir schlafen. So. Meine Wenigkeit ist müde. Wir gehen ins Bett. Ich weiß aber noch nicht, wo ich die Blumen herbekomme. Ich hätte beim Koch erstmal gucken sollen, was er verkauft, ne? Vielleicht verkauft er Blumen. Aber eher der Magier. So, Intelligenz erhöht die magische Angriffskraft sowie Energiepunkte und verbessert die Eigenschaften von Zaubertränken. Ja, machen wir das. Wieder Feinde. Kann ich meinen neuen Stab hier auspacken? Huch! Gibst du mir etwa die Klerantine? 3 Feinde. Ein seltsamer Samen. Das könnte die Blumensame sein, die wir brauchen, ne? Easy. So. Hier können wir sie nicht anpflanzen. Hier auch nicht. Da, Chrysanthemensamen. Aber ich kann sie nicht anpflanzen. Hast du etwa einen Tipp für mich? Keine Aufträge momentan. Wie pflanze ich jetzt das Zeug an? Hier drin kann ich es nicht anpflanzen, oder? Ich weiß nicht, wo ich das Zeug anpflanzen soll. Ja, ich bin hungrig. Hier ist ein Kuchen. Oh. Wo soll ich den denn anpflanzen?
Chrysanthemenpflanze. Ich weiß nicht. Na komm, machen wir uns einen Faden. Verbessern wir unsere Angelroute, warum auch immer. Ich benutze es ja eh nicht. Ich weiß nicht, wie ich das anpflanzen soll. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist vielleicht in der Mine. Oder vielleicht nachts. Wir warten ein bisschen. Oh, 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 oh. So, und weiter gehämmert. Jetzt habe ich auch gleich keine Energie mehr. Okay, es ist jetzt mitten in der Nacht. Puh. Wo pflanzt man die denn an? Wir gehen mal in die Mine, wir haben da eh gerade was zu tun. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich die anpflanzen soll. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass ich die jetzt habe. Was mache ich denn damit? Das ist ja Material. Vielleicht brauche ich einen besseren Brunnen? Wir werden sowieso jetzt mal langsam wieder einen Brunnen bauen. So. Wollen wir uns mal die Kristalle hier. Hier kann ich nichts anpflanzen. Das Einzige, was mir einfällt, ist tatsächlich irgendwie besseres Zeug zu machen. Wie viel Silbererz habe ich denn jetzt? Es ärgert mich jetzt schon, dass ich mein Silbererz alles verkauft habe. Es ärgert mich schon. So, Erze, Silbererz 7, das heißt, ich kann ein Silber machen. Ist auch nicht der Welthit, ne? Das dauert noch 19 Sekunden. Aber es gibt so viel, was ich mit dem Silbererz noch machen möchte. Ab in die Mine. Ich habe die Mine nicht komplett aufgebraucht. Aber 100 Pro habe ich die Mine komplett aufgebraucht. Was erzählst denn du da, Spiel? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, tatsächlich ist da noch ein Kristall. 100 Pro! Ich kann nur 999 Steine besitzen. Schade. Muss ich den Rest verkaufen. Aber ich bin ja eh dazu, da momentan Silber zu farmen. Was ich kacke finde, ist das mit der Chlorantine. Naja, gut. Werkstatt machen wir uns erstmal 2 Silber. Naja. Können fast schon 3 machen. So. Mit dem Zeug machen wir uns halt einen besseren Brunnen. Tut zwar weh, aber hey. Oh, bessere Eimer. Und ich wette, dafür brauche ich Silber. Können wir wetten. Oh, Regen und Blitz. Schmiedeeimer. Oh, doch nur Metall.
Aber damit haben wir auch den Eimer maximiert. Nice. So, wie sieht das hier aus? 10 Stück. Cool. Wollte ich mal kurz testen. So. Lassen wir es mal so. Dann wächst das alles richtig fix. Und ja, ich habe das mit der Clearantine jetzt nicht getestet, ne? Das ist ein bisschen kacke. Wir können es aber noch testen. Das hier ist nämlich gleich fertig. Spielverderber. Zwei Feinde. Wie verfehlt. Kann doch mit der Magie dich verfehlen. Ernsthaft? Dann verprügel ich dich halt eben. Habe ich auch kein Problem mit. So. Yay. Man kann immer Vorräte gebrauchen. Da hinten. Huch. Wieso bist du so blau? Bist du männlich oder was? Der ist einfach nur zäher. Flügel, okay. Keine Ahnung, was ich damit mache, aber ich behalte sie. Notfalls halber lieber. Okay, Pflänzchen ist fertig. Da hinten, da, du. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wie sie... Meteorit. Ja, komm, hier, schlag da rein. Okay, hat nicht viel gebracht. Schade. War ein Versuch wert. Wie pflanze ich den Dreck ein? Es geht einfach nicht. Geheimnisvoller Samen. Bitte. Gucken, was dabei rauskommt. Eine Minute. Ich habe kein... Was? Ich sehe, du hast... Ja, ja. Können wir gleich wieder zurück in die Mine. Ich werde mal ganz kurz den Samen hier gießen, damit wir herausfinden, was da rauskommt. Und ich habe Steine für dich. Hey Glider, ich sehe, dass dieser Planet ganz besondere Schätze verbirgt. Wie meinst du das? Dieser glänzende Kristall, der da auf dem Hügel schwebt, der muss ein Vermögen kosten. Der Kristall steht nicht zum Verkauf. Ich beschütze ihn. Ich will nur ein bisschen, um zu berechnen, wie viel wert er ist. Ich werde gut bezahlen. Wie wäre es mit 200 Münzen für einen einzelnen Kristall? Okay. Dann gib mir einen. Okay, aber erstmal möchte ich Dinge verkaufen. Verdammt, ich wollte Dinge verkaufen. Hier ist dein Anteil. Das sind nur 100 Münzen, du hast 200 gesagt. Ich weiß nicht, ob du mich betrügst. Du kriegst den Rest, wenn ich ihn verkaufe. Ne, in Ordnung. Ha, ich kann auch schnell verkaufen. Sehr schön. Ich habe eine Menge Steine. Wo sind die Steine da? Ganz da alle haben. 1000 Stück. Wenn das kein gutes Angebot ist, dann weiß ich auch nicht, Freundchen. Dann weiß ich auch nicht. Das heißt, ich kriege hier 2000 Pelunzen. Gibt es nicht einen Knopf für ich will alles verkaufen? Woher habe ich die Wolle?
dachte, ich krieg nur Milch. Jahre später. Bitteschön. Gib mir mal den Brennstoff. Was hast du noch für so Schönes für mich? Den Diamanten brauche ich nicht. Gut. Hast du noch irgendwas für mich? Gut, keine Aufträge. Bis zum nächsten Mal, Kumpel, ne? Na, guck mal. Schieben. Goliath, der berühmte Weltraumpirat. Im Namen der Sternpatrouille, du bist verhaftet. Wer will mich verhaften? Du? Du wirst schon sehen. Aufhören, es reicht. Ich muss los. Mist. Hab du Pupspflanze bekommen? Die irgendwie nicht mehr pupst. Doch. Die Sternpatrouille hat mich mit der Unterstützung beauftragt. Es gab eine Reihe von Diebstählen auf Planeten in diesem Quadranten. An allen Tatorten wurde Katzenfell gefunden. Weißt du etwas darüber, Akko? Eine Freundin von mir ist ein Katzenmädchen. Vielleicht weiß sie etwas. Oh, bitte, frag sie. Ich habe eine Katzenhaarallergie, also kann ich nicht zu nahe kommen. Deswegen liest sie immer. Sprich mit Yuki. Hey! Hey! Ich habe eine nutzlose Pflanze, geil, ne? Einfach geil. Tja, das bringt mich aber trotzdem noch nicht weiter. Das Hühnchen verfolgt mich. Lass mich in Ruhe, Hühnchen. Keine Ahnung, wie ich das Ding anpflanzen soll. Aber gut, ich glaube, das war's schon für heute. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Höchstwahrscheinlich dann beim Schlafen gehen. Mal gucken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.